Ja, hoi meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das Ding hinten in dem Wolkengewand nennt sich Kamel, beziehungsweise Titan. Aber der Maso aus dem letzten Part dachte, das wäre ein ganz normaler Gegner. Das ist peinlich gerade. So, wir können eigentlich... Dahin. Wir gleiten einfach dahin. Es gibt hier sogar so einen Windzug. Wie nett. Wie nett, dass mir so ein Windzug gegeben wird. So, unser Ziel. Sollte ein bisschen weiter rechts sein. Nämlich da oben drauf. Und da unten ist ein Tempel. Jetzt frage ich mich, will ich da runterspringen und den Tempel aktivieren? Natürlich jetzt die Frage. Dann muss ich aber wieder hochklettern, ne? Aber dann hätte ich den Tempel schon mal aktiviert. Da ist eine komische Eule. Und da leuchtet auch irgendwas da unten. Ich kann ja nicht sagen, was da unten leuchtet. Das ist ein Pferdestall! Ja, moin! Gut. Kenoi-Schrein. Ein weiterer Schrein in der Liste. Ist offen. Geil. So, und wir sind beim Weg. Ich höre sogar die Musik schon. Gut, kurzer Schockmoment. Aber... Schockmoment unbegründet. Eine Nebenquest oder was? Oh, da seid ihr ja wieder. Was? Ach, Goman, Alter. Und ich dachte schon, meine Kumpel sind wieder da. Meine Freunde, wir sind zusammengereist, aber am Umetake Hochlandpfad wurden wir vom Monster angegriffen. Ich bin einfach nur gerannt, bis ich hier ankam. Aber dann, als ich mich dann umgedreht habe, da waren alle, sie waren alle weg. Es kann doch gar nicht sein, dass sie alle von den Monstern... Nein, ja, dann geht's bestimmt gut. Und deshalb bleibe ich hier, bis sie alle wieder da sind. Meine Freunde heißen Venny, Amani, Daniel Aminati oder wie so ähnlich, Nathane und Pamo. Wenn du sie zufällig am Pfad siehst, kannst du ihnen ausrichten, dass Goman hier auf sie wartet? Ja klar. Nebenaufgabe, müssen wir auch alle machen. Oh, kleiner Hund. Streicheln. Okay. Was? Sprechen? Keine Ahnung. Warten. Und zwar bis morgens. Ich möchte nicht während der Nacht jetzt hier durchlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Und wie cool, es schneit einfach. Es ist einfach so schön. Es ist weiß. Ich freue mich richtig. So, 5 Uhr morgens. Und die Musik einfach mittendrin wieder. So. Willkommen in unserer Stadt. Möchtest du mitnehmen, bitte? Pferd abholen. Unterwegs. Vor allem, es ist so ein Pferdestall. Und was haben sie gemacht? Haben sie einen Peilsender in das Pferd reingemacht? Oh, wissen sie, wo das gerade ist? Hi. Ja, du brauchst mir keinen Tipp geben. Ferdinand? Ferdinand! Na, Ferdinand! Feines Pferd. Lass uns losgehen. Wir folgen jetzt den Weg. Ich hoffe, du bist Wüstenresistenz. Oder ähnlich. Oh, wie cool. Was? Ferdinand, hier wird sich nicht gewehrt. Los. Hier wird sich nicht gewehrt. Runter mit dir. Ich hab... Oh Mann. Nein, ich höre nichts mehr. Da ist doch ein Weg nach unten. Ferdinand, geh doch. Alter, es backt rum.
Die Schatztruhe. Sabotta! Du bist von der Art zarter Gestalt und wagst dich doch, die Wüste zu durchqueren? Das gefällt mir. Drum werfe ich dir Prinzipien meines Berufsstandes über Bord und teile ein Geheimnis mit dir. In der Wüste sollen Schatztruhen im Sand vergraben sein. So, Ferdinand. Nur weil du jetzt in ganz vielen Partys nicht mehr vorgekommen bist, denkst du, kannst du hier machen, was du willst? Ah, leck mich. Du kommst zum Schlachterhof. Aus dir wird Lasagne gemacht. So. Irgendwie wird hier ein Weg angezeigt, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wir ziehen mal wieder das Heldengewand an, weil das irgendwie mehr Rüstungspunkte gibt. Glaube ich jedenfalls. Ein Glück habe ich keine Hose an. Mir wird nur Sand in die Schuhe kommen. Und ich weiß, dass hier irgendwo Monster gleich kommen. Wenn ich außerhalb des Weges gehe. Aber wenn ich dem Weg folge, ja, dann macht ihr nichts mehr, ne? Scheiße gelaufen, wa? Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Wir haben da hinten auf jeden Fall einen Schrein wieder. Und wir müssten jetzt bei Part 45, 46 sein. Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls laufen wir gerade den richtigen Weg. Definitiv den richtigen Weg. Alter, es ist der Kron... nicht Kronkorken, der, Dings, oh Gott. Es ist der Stopfer, keine Ahnung. Und es gewittert bei dem ausgerechnet. Das könnte spaßig werden. Oh, ich bin immer noch vom Schnee abgelenkt. Es ist so wunderschön. Die Frage natürlich, die ich jetzt mich stelle, sind die Goronen lieb? Keine besonderen Vorfälle. Sabotta! Das hier ist der Wüstenbazar, so etwas wie ein Rastplatz auf dem Weg nach Gerudo-Stadt. Als Reisender solltest du dich hier erst einmal gut ausruhen. Da du ein Woi bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Dazu kommt, dass im Moment dieser Titan dort wütet. Ich würde dir davon abraten, dich der Stadt zu nähern. Wiedersehen. Gerudo-Stadt? Im Südwesten von hier ist die größte Stadt in dieser Gegend. Es ist ein bedeutender Umschlagplatz für Waren aller Art. Und auch das Vergnügungsviertel ist berüchtigt. Die Gesetze der Gerudo verbieten es jedoch, dass Woi, also Männer, die Stadt betreten. Du hast noch nie was vom Titan war Naboris gehört. Naboris. Anscheinend wurde er früher als Schutzgottheit der Gerudo verehrt. Vor einer Weile ist er plötzlich wieder aufgetaucht und wütet seitdem umher. Was man auch versucht, der Titan ist von einem Sandsturm und Blitzen umgeben. So, dass niemand ihn erreichen kann. Wir müssen nur hoffen, dass er Gerudo-Stadt und dieses Gebiet hier nicht zu nahe kommt. Deshalb behalte ich ihn von dem Posten hier gut im Blick. Danke. Haha, du brauchst mir nicht zu danken. Immerhin ist das meine Arbeit. Denk jedenfalls daran, dass die Wüste tagsüber heiß und nachts eiskalt ist. Das geht einem sehr schnell in die Substanz. Wenn du raus in die Wüste willst, dann bereite dich auf jeden Fall gut vor. Ich werde schon irgendwie in die Stadt kommen. Gendorf ist da auch irgendwie hergekommen. Irgendwie. Da läuft jemand. Dieser Sandsturm soll angeblich jeden Tag mehrere Stunden lang ablaufen, aber bisher merke ich nichts davon. In den Tiefen des Sturms sollen die Schätze einiger vergangener Zivilisationen versteckt sein.
Deswegen stehe ich hier und warte, dass der Sandsturm nachlässt, damit ich mich auf der Suche machen kann. Vielleicht bin ich einer Fehlinformation aufgesessen. Ach, und wer bist du eigentlich? Schreine, verschwinde, Sandsturm. Stimmt, hier war doch irgendwo ein Schrein in der Nähe, oder? Bin ich gerade blöd? Oder war der Schrein erst da hinten? Ach, der Schrein ist erst da hinten. Okay, dann geht die Reise weiter. Achso, hier ist es heiß. Ah, minimal, okay. Hä? Ach, Brandschutz. Hm. Gibt es hier einen Laden? Das wäre gut. Frostmelone. Bleibt stets kühl und verleiht als Koch zu dir die Fähigkeit, die Wüstenhitze zu trotzen. Ja, ja, gib her. Palmfrucht, erfüllt die Herzen. Und das, Körperkraft. Schwertbanane. Ja, ja, gib her. So, dann wollen wir mal gucken. Und zwar leuchtet. Hat da gerade was geleuchtet? Kochkelle. Holzkelle, nicht Kochkelle. Die lasse ich mal da liegen. Wir schnappen uns Fleisch in die Hand und tun dann eine Melone und eine Palmfrucht rein. Und dann kochen wir. Lässt dich Wüstenhitze aushalten. Geil. Kühlungskochobst. Und gibt mir sogar Energie. Ja, auch wenn es hart ist, die jetzt zu verwenden wegen der Energie. Gut. In die Hand. Was passiert, wenn ich eine so koche? Wir haben ja genug Rubine. Das ist schon besser. Wir kaufen direkt noch mehr. Ich gehe einfach auf Nummer sicher. So, und dann nehmen wir uns wieder diese ganzen Dinger in die Hand. Kochen. Nein. Du solltest das kochen, du kleiner Dummbatz. In die Hand. Kochen. Dankeschön. Ich möchte gerne auf 10 Minuten vorbereitet sein. In die Hand. Kochen. So, und ein letztes Mal. In die Hand. Kochen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Rüstung, aber das ist mir erstmal egal. Ich werde jetzt erstmal gucken, was ich da machen kann. Denn ich möchte gerne wissen, was da ist halt. So, Kühlungskochobst. Wir nehmen mal das hier. Und werden wenigstens den Schrein einmal. Geil. Geil, diese Hitze. Ich mag, wie die, wie alles so wellig wirkt. Oh. Nein, nicht das, sondern. So, müssen wir eigentlich speichern? Ich weiß es nicht. Geht weg. So, kämpfen wir uns durch die Wüste, durch die heiße Wüste. Die brennend heiße Wüste. Eine Fata Morgana. So sagt man, Sigmar dort links. Gerudo-Stadt soll es sein. Angeblich, ich weiß es nicht. Soll ich den Weg verlassen einfach mal? Da leuchtet was auf dem Kaktus. Zitterfrucht.
Ich sollte mal vielleicht die starke Waffe weglegen und nehme mal wieder so einen Arm. Okay, man kriegt die irgendwie so nicht. Wir sollten nicht die Zeit verschwenden dafür, hier irgendeine Zitterfrucht zu sammeln, sondern sollten unbedingt durchlaufen. Das war ein bisschen zu weit. Na, was will er denn? Er läuft hier. Gerudo sind speziell. Wow. Danke für die Info. Er müsste ja nur einmal durchkommen. Oh, interessant. Guck mal, was da ist. Das nehmen wir doch dann nochmal mit. Denn das sind Frostmelonen. Und da versteckt sich so ein ekelhafter Exalfrost. Ich werde nicht mehr. Mitten in der Wüste. Geiler Boy. Ich glaube, das ist ein gefährliches Sandloch? Fragezeichen. Nee, das war einfach nur Nebel. Ich glaube, ich muss ein Mädchenkostüm auftreiben. Kann das sein? Mache ich auf Ash Ketchum aus der ersten Staffel Pokémon? Okay. Da ist es wieder da. Wir sollten mal kurz Nachschub geben, was das Essen angeht. Blöde Scheiße ist, dass sich das nicht stackt. Was? Savak! Du bist doch wohl nicht zu Fuß durch die Gerudo-Wüste gekommen? Ja, zu Fuß. Durch den Sand zu laufen war sicher sehr anstrengend. Bei uns reist man eigentlich immer per Sandrobbe. Ich bin Freya. Mir gehört der Sandrobbenverleih in der Stadt. Es gibt nicht viele zahme Sandrobben, daher ziehe ich wilde Sandrobben auf und trainiere sie. Wenn du etwas über Sandrobben wissen möchtest, frag mich. Ich sehe vielleicht nicht aus nach einem Sandrobben-Trainer, aber meine Fähigkeiten kannst du vertrauen. Okay. Vorsicht, Sonnenbrand. Was tue ich jetzt bloß? Ein Woi hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kira. Am besten grüße ihn einfach freundlich. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kira. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Wahi unseres Stammes ein bestimmtes Alter erreichen, ziehen sie in die weite Welt hinaus. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch den Woi seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich es. Willst du den Rest machen? Ja, es ist Schicksal. Deine Antwort kann ich nicht trauen. Meine Wabba sagte immer, ich soll mich vor Woi in Acht nehmen, die zu leichtfertig vom Schicksal sprechen. Vergiss es am besten, was ich gesagt habe. Leb wohl, Savork. Oh, jemand Neues. Kann ich etwas für dich tun? Bist du am Spannen? Was? Niemals! Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen... Bist du am Glotzen? Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen! Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß eigentlich, wie man in die Gerudo-Stadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Hehe, dann lass mich dir meine heldenhafte Geschichte erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht erzählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte es schon aufgeben, aber dann... Dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und Gerudo-Stadt hin und her reisen. Auf den warte ich hier. Neuer Zielpunkt. Der Typ war sogar wichtig. Das ist gut. Also es ist nicht gut, dass wir nicht reinkommen, aber... Wenn er immer hier hin und her reist, müssen wir ihn nur finden. Ich mache einfach trotzdem mal so. Hi. Stehen bleiben! Was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? Hallo? Solange ich meine Hose nicht runterziehe, bin ich kein Mann. Ein Woi darf Gerudo-Stadt nicht betreten. Fort mit dir. Hätte ja klappen können.
Also soll ich jetzt den Typen, der hier immer hin und her reist, suchen? Warum ist er mir da noch angezeigt? Das verstehe ich nicht. Der Mann, der es nach Gerudo-Stadt hineingeschafft haben soll, eigentlich geht der immer vom Wüstenbasar in die Stadt und wieder zurück. Okay. Ja, warum wartest du hier? Warum läufst du nicht den Weg einfach lang? Vom Wüstenbasar? Das war doch das Ding hier, ne? Wüstenbasar, genau. Wenn er immer wieder denselben Weg hin und zurück läuft, dann muss ich ihn doch nur abfangen. Was ist mit der... Warum? Warum ist das so dunkel hier? Ist hier irgendwas? Nö. Ich verstehe es nicht. Immer schon aufpassen. Irgendwo muss der Typ hier entgegenlaufen, ne? Glaube ich jedenfalls. Folgeweise sehe ich jetzt noch keinen. In der Wüste ist es so heiß. Unerträglich diese Hitze. Falle ich in Ohnmacht, wenn ich zu lange drin bleibe? Einen Herzschaden können wir ja riskieren, ruhig. Ja, wir kriegen Schaden. Wir füllen ja eh ein Herz wieder auf, wenn wir halt angekommen sind. So. Wobei, wir sind eh fast da. So riskiere ich doch jetzt nicht nochmal die Scheiße hier einzusammeln. Ja, ein Herz geht, ein halbes Herz geht ja noch. Und gleich soll es eigentlich hier bergauf gehen, ne? Ja. Robsten. Unser Anführer scheint gar nicht mehr aus Gerudo-Stadt weg zurückzukommen. Hoffentlich geht es ihm gut. Da ist dieser Mann. Was? Ein Mann hat es nach Gerudo-Stadt geschafft? Hör ich da richtig? Und er ist hier am Wüstenbasar? Unglaublich. Wenn unser Anführer das sagt... Allerdings habe ich nie jemanden Passendes gesehen. Also im Laden war höchstens mal ein hübsches sizilianisches Mädel, aber sie trug ein Gerudo-Gewand. Ich frage mich, wo sie das gekauft hat. Vielleicht, wenn ich sowas tragen würde. Haha. Ha. Auf einmal ist sie weg. Ah ne, warte. Emry. Hm? Was ist denn? Ich seh dir doch an, dass du irgendwas willst. Ob ich einen verdächtigen Kaufmann gesehen habe? Also für mich sind alle Kaufleute, die keine Gerudo sind, verdächtig. Aber überlegen, in letzter Zeit treibt sich hier eine Hylianer Wai in Gerudo-Kleidung herum, die mir irgendwie komisch vorkommt. Da steckt doch was hinter, sage ich dir. Ich habe öfter gesehen, wie sie in den Krämerladen gegangen ist. Mehr kann ich dir nicht sagen. Mit solchen verdächtigen Gestalten möchte ich... Ja, okay, einen Krämerladen. Ist das hier der Krämerladen? Warum ist das nicht markiert? Ich glaube, das ist kein Krämerladen. So ein Ärger. Seit dieser Titan aufgetaucht ist, kommen hier kaum noch Kunden vorbei. Das Stampfen mag etwas stören. Aber willst du vielleicht nicht trotzdem hier übernachten? Was heißt Luxus? Ein Luxusbett ist mit Federn von echten Hyrule-Hühnern gestopft. Das ist etwas ganz Besonderes. Komm, ich gönn mir hier, damit die Leute Kundschaft haben. Dann bleibe ich hier bis morgens. Danke für das Zimmer. So, und jetzt meckert nicht, dass ihr keine Kunden mehr habt. Sawata, das Bett ist toll, oder? Wir kriegen so ein extra Herz. Savotta. Der Titan scheint jeden Tag näher zu kommen. Wann werde ich eigentlich wieder nach Gerudo-Stadt zurück können? Gerudo-Stadt?
Ach so, okay. Das ist... Wiedersehen. Krämerladen soll hier auch sein. Bombenpfeil, Eis. Es ist ein Eispfeil, ein Bombenpfeil, ein Holzpfeil. Warum von einem nur ein? Warum kann man nicht mal ein bisschen mehr geben? Fünf oder so? Terry! Sie sind wirklich ein toller Kunde. Hier ein Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Ein antiker Pfeil. Damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Fantastisch, oder? What the fuck? Am besten wirkt er, wenn man das Auge eines Wächters damit trifft. Ich habe ihn von einem älteren Herrn namens Rubello. Sie finden ihn weit im Norden von Dorf der Zoras, im Arcada-Institut. Er stellt dort seltsame Waffenkleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er etwas verrückt, unheimlich, oder? Um nicht zu sagen furchteinflößend. Aber wenn Sie stärkere Waffen haben möchten, werden Sie womit... Oh! Oh! Holzpfeile kosten zwar hier ein bisschen mehr, aber 10 Holzpfeile sind billiger. Die kaufe ich sogar. Holzpfeile kann ich nie genug haben. Es ist zwar nur Holzpfeile, aber ja, es sind halt Holzpfeile. Das ist halt der springende Punkt. Ja, komm, nimm. Nimm mein hart verdientes Geld. Hauptsache, ich habe fucking Holzpfeile. So. Keine Be Ribia. Oh, da war ich bei eingeschlafen. Oh, guten Morgen, Ulla Savotta, wie die Gerude sagen. Kennen wir uns nicht? Oder doch nicht? Ich bin aus dem Dorf der Orni hierher gekommen. Dorf der Orni? Ja, aus dem Dorf der Orni. Von hier aus liegt es ganz weit im Norden, ein kleines Dorf im Tabanta-Grenzland. Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Orni zum Geldverdienen hergekommen bin. Aber um die Mittagsrum ist die Hitze echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen, von außen würde ich mir die Stadt schon mal gerne ansehen. Ich habe gehört, aus Insekten mit Kühlungseffekt und Monstermaterialien kann man ein Mittel gegen die Hitze machen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der so etwas verkauft. Insekten mit Kühlungseffekt scheint es in der kalten Orten der Gerudo-Hochebene zu geben. Aber ich habe Angst vor den Monstern dort. Deshalb habe ich aufgegeben, das Mittel selbst herzustellen und sitze jetzt erstmal hier fest. Nebenaufgabe. Wir kriegen ganz viele Nebenaufgaben. Alles schön und gut, aber wir haben Dings jetzt nicht gefunden. Die Olle, die hier im Krämerladen drin sein soll, eigentlich. Da liegt was. Ein Gerudo-Messer. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Du kannst mal kreuzweise, dass ich das einfach so liegen lasse. So. Oh. Was sagt? Kaufmann? Ein Kaufmann? Sprichst du von einem Woi? Nie gesehen. Ich kenne nur eine Wai, die hier Handel treibt. Sie kümmert sich immer auf dem Dach ab. Ah. Brauchst du noch etwas? Nein. Auf dem Dach also. Hier ist sogar eine Leiter. Und tagsüber soll es doch zu heiß sein, ne? Ich glaube schon. Da ist sie. Sie ist kein bisschen unerkenntlich. Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Wie? Ein Kaufmann, der in Garudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nichts, tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön. Oh, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir auch gut stehen. Lieber nicht. Moment, Moment, Moment.
Körper betrachten. Bist du ein Mann? Was redest du denn da? Wenn du sonst nichts mehr brauchst, solltest du besser weitergehen. Hör schon auf. Nein! So, du suchst halt immer noch einen Kaufmann. Ja. Ich hab dir schon gesagt, dass ich nichts weiß. Also hör mir doch zu. Ja, komm, holen wir uns die Kleidung. So, ich habe dir ein Ensemble zusammengestellt, das sie quasi auf den Leib geschneidert ist. Probier's mal an. Weh, du ziehst Jose an. Fuck! Okay. Leute, es gibt eine Ausnahme. Das ist für die Mission. Ah, du siehst so süß aus. Oh Gott, ich muss es tun, Leute. Es geht mir. Ah, geil, du siehst so süß aus. Ah, wenn du das trägst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. Was macht er da? In diese traditionelle Gewand. Ah, oh, geil. Der Grund, wird dich niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem sieht es gut aus und hält dich angenehm kühl. Sogar die Wüste wird damit einigermaßen erträglich. Hat Spaß gemacht, ich danke dir. Schau mal wieder vorbei. Wenn du mal ausgehen willst, würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Und da kommt der Bart. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das würde ich auch sagen, nachdem ich natürlich entlarvt wurde. Oder nichts mehr auf meinem rechten Ohr hau, weil ich so lachen musste. Scheiße. Meine Kopfhörer sind kaputt. Es tut mir leid, Leute. Ich brauche neue Kopfhörer. Ich höre gerade nichts. Und pass auf mit dem Wind. Wenn du wieder Hilfe bei Damenkleidung brauchst, komm zu mir. Ja gut, wir müssen eine Hose anziehen. Es geht nicht anders, denn es ist der Titan, der da um die Ecke lauert. Denn es ist, um das weibliche Geschlecht zu verwirren. Und wie das passiert, im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby!